Hallo zusammen und herzlich willkommen zur fünften Folge von Projekt Herkules auf dem Metin 2 Server Emerald. Henry ist der Name und falls ihr euch wundert, der Prinz hatte mich gefragt, ob er mal schauen kann, wie das hier so abläuft am Set. Da habe ich ihm gesagt, stell dich doch einfach mal zu mir. In diesem Projekt bauen wir uns einen Ninja und eine Schamanin auf mit dem Ziel, erst den Nemere und später dann irgendwann die Hydra erlegen zu können. Ich möchte gemeinsam mit euch herausfinden, was es mindestens braucht, um diese Bosse sicher zu besiegen und als Farmquelle nutzen zu können. Abgesehen von den 12 Euro Abo-Gebühren ist das Ganze free to play und wir müssen uns alles für diese beiden Chars natürlich selbst erfarmen. In der letzten Folge haben wir den Ninja schon mal bis auf Level 86 gezogen und außerdem können wir mittlerweile endlich den Drachen komplett solo farmen, denn unsere Charmy ist mittlerweile auch 76 und das macht uns nicht nur unabhängig, was Drachenruns angeht, sondern die Runs sind für uns auch noch deutlich lukrativer, da der Loot nicht geteilt werden muss. Allerdings brauchen wir natürlich auch deutlich länger für einen Run. Und es kann uns auch noch passieren, dass die TP-Regeneration des Drachen auch mal überhaupt nicht stoppt. Und dann kriegen wir ihn leider gar nicht besiegt und der Run failed. Trotzdem, alleine die Möglichkeit, ihn solo zu farmen, ist wieder ein großer Schritt nach vorne für uns und darauf können wir weiter aufbauen. So, und wir sind nach längerer Zeit mal wieder auf dem Sura, auch wenn er gerade hier hinterm Fenster versteckt ist. Und der Premium-Laden ist schon seit langer, langer Zeit abgelaufen. Ich habe aber gerade noch keine Motivation gehabt, ihn zu füllen. Wir haben auch fast 7,5 Won noch da im Shop, sodass wir wieder auf, ja, über 18 Won in Bar kommen. Und wir haben aber gerade auch jemanden gefunden, der endlich unsere Zodiac-Klinge abnimmt. Ich sage endlich, obwohl es eigentlich ein Preis ist, mit dem ich nicht so 100% glücklich bin. Werdet ihr gleich sehen, aber ich kann das Ding nicht mehr sehen zum einen und zum anderen kann es das Geld wirklich nur weiterhelfen. Denn letztendlich liegt sie uns ja wirklich nur auf der Tasche rum. Aber wir haben unsere Zodiac-Klinge plus 8 mit 30 DSS, 5 dB für 23 Won angeboten, beziehungsweise wir haben uns jetzt endlich darauf geeinigt. Es sei denn, da kommt jetzt noch was. Okay, anscheinend haben wir uns geeinigt. Er hat jetzt, weiß nicht, immer nochmal nachgefragt, aber 23 Won, Zodiac-Klinge plus 8, 30 DSS, 5 dB. Es ist, wie gesagt, leider nicht der Preis, den ich gerne dafür gehabt hätte. Aber sie liegt uns nur auf der Tasche und wir können das Geld für den Ninja bestimmt deutlich besser gebrauchen, als so eine Zodiac-Klinge plus 8 einfach bei uns im Laden verschimmeln zu lassen. Aber genau wie in den letzten Folgen liegt der Fokus natürlich weiter darauf, den Ninja hochzuziehen. Und mittlerweile ist sogar schon das erste Kostüm abgelaufen, deshalb musste da fix ein neues her. Und ich will euch die Details ersparen, denn dass das Leveln in der Grotte ein wenig nervig sein kann, das ist glaube ich bestens bekannt. Aber der Ninja springt von Level zu Level zu Level, wie Materia sagen würde. Und mittlerweile haben wir mit ihm am sechsten Tag in der Grotte Level 91 erreicht. Ich muss dazu sagen, dass an diesem sechsten Tag bereits ein paar Tage Pause waren durch die Osterfeiertage, aber Sachen wie Kostüme, Autojagd und die 60er Jungheldenwaffe laufen natürlich trotzdem weiter ab, auch wenn ich nicht zu Hause bin. Mittlerweile läuft das Leveln allerdings so flüssig, dass wir die Charmy relativ am Ende nochmal zum Ninja dazugestellt haben. Denn da hatte ich natürlich auch Autojagd am Anfang geholt, denn ich wollte Ninja und Charmy ja eigentlich die ganze Zeit gemeinsam laufen lassen. Und damit diese 49 DR bei der Charmy nicht komplett in den Sand gesetzt waren, haben wir wenigstens noch einen Tag eine Gruppe mit BDA Plus mit den beiden aufgemacht. Das hat auch sehr gut funktioniert, aber ich bin leider ein bisschen spät auf diese Idee gekommen. Denn die Charmy wurde zwar immerhin bis Level 80 mitgezogen, das ging sehr flott, aber dann war die Autojagd abgelaufen. Das heißt, ich konnte die beiden nicht mehr ohne Aufsicht in die Grotte stellen. Den Ninja haben wir in dieser Zeit aber immerhin sogar bis auf Level 94 gebracht. Das heißt, nur noch ein Level für den Kollegen, dann hat wenigstens einer von beiden Chars das Kapitel Grotte schon mal abgeschlossen. Bevor wir allerdings uns um das letzte Level vom Ninja gekümmert haben, stand noch was anderes an. Denn, wie gesagt, es war Ostern und am Ostermontag war, zumindest im Eventkalender, ein Erz-Event angekündigt. Haben sich auch fleißig alle im Orktal Mitte versammelt und da ist dann aber erstmal nichts wirklich was passiert. Dann haben schon einige dieses Event als Aprilscherz oder dieses Announcement als Aprilscherz abgetan. Als Gloomy dann aber geschrieben hat, dass am gelben Portal ein Kreis von Kupfererzadern gespawnt war
Und dann kam irgendwann der Gedanke auf, lass doch mal auf der Map schauen, ob vielleicht noch andere Erze irgendwo gespawnt sind. Und tatsächlich, die Erze waren kreisförmig oder ostereierförmig, muss man sagen, überall auf der Map verteilt. Und irgendwann haben wir dann auch die Smaragderze gefunden, die wir gesucht haben. Im Nachhinein eigentlich eine ganz witzige Idee, die Erze als Ostereier auf der Map zu verstecken. Das hätte man aber auch ein bisschen genauer vorher sagen können, denn so haben wir leider eine Viertelstunde von dieser Stunde Erz-Event gewastet und standen rum und haben blöd gesucht. Das heißt, ja, hätte man vielleicht ein bisschen besser kommunizieren können, aber trotzdem haben wir in dieser Dreiviertelstunde, dadurch, dass wir auch jetzt zwei Chars zur Verfügung hatten, mit denen wir erzen konnten, immerhin ziemlich genau 2000 Smaragderz herausgeholt. Und ich habe auch mein Bestes gegeben, möglichst vielen Leuten Bescheid zu sagen, dass das Erz-Event kein April-Scherz war und dass man einfach nur ein bisschen suchen muss. Und vor allen Dingen, wo man das Smaragderz findet. Und egal ob Ostermontag oder normaler Montag, was steht abends natürlich auch immer montags an? Livestream. Und Leon, Yannick und ich, wir hatten auch vorher schon überlegt, dass wir mal einen Jotun-Run machen wollen. Ich hatte in der Tat noch nie in meinem Leben einen gemacht und deswegen war das der Plan für diesen Livestream. Und eigentlich hatte ich auch geplant, in der Community mal rumzufragen, ey, wer hat Bock mitzukommen? Aber das hat nicht ganz so gut geklappt. Und deswegen musste Leon leider mit 3 Chars vorquesten, sodass wir dann insgesamt auf 5 Charaktere gekommen sind, um diesen Run überhaupt zu starten. Vielen, vielen Dank an euch zwei, dass ihr diesen Hustle auf euch genommen habt, um mir diesen Run mal zeigen zu können. Und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Denn der Run hat mir wirklich gut gefallen. Der Run selbst sind natürlich nur diese beiden Bosse und das Vorquesten findet im verwunschenen Wald statt, aber das ist ganz gut verpackt, so als kleine Story. Und beide Bosse sehen optisch extrem gut aus, also die machen wirklich was her, die Animationen sind super. Wäre diese Quest nicht so langatmig, dass man die jedes Mal machen müsste und bräuchte man nicht 5 Chars auf einmal, was auf Emerald halt auch Fixkosten von 30 Euro voraussetzen würde, um diese Runs regelmäßig zu laufen, dann wäre das auch eine richtig coole Option, denn es hat mir wirklich gut gefallen und wie gesagt, es macht optisch echt was her. Aber so war es jetzt wahrscheinlich eher eine einmalige Sache. Trotzdem vielen Dank für diese Möglichkeit und hat mega Bock gemacht. Für alle, die das nochmal in voller Länge nachschauen wollen, der VOD vom 1. April ist natürlich weiterhin live und wir haben nach dem Jotun-Run, Knüppler und ich, auch noch gemeinsam einen Azrael-Run gemacht und entsprechend natürlich einen DT-Run davor. Das heißt, wenn ihr Bock habt, euch das mal reinzuziehen, wie diese Runs ablaufen, dann schaut euch gerne das Video vom 1. April vom Livestream an. Aber was wir da auch gemacht haben, ist, unser Smaragderz von dem Event noch zu veredeln. Und wie das lief, das schauen wir uns einmal gemeinsam an. Dann schauen wir mal. 21 Versuche, 20 davon aus dem Event. Jetzt bin ich mal gespannt. Quote sollte übrigens so bei 60% liegen, das heißt bei 21 Versuchen sollten es 14 Smaragde sein. Alles darüber ist lucky, alles darunter ist unlucky. Sieben, acht, neun. Schade. Zehn. Elf. Okay, ist eine okaye Quote bisher. 12. 13. Ja, das ist voll im Schnitt. Okay, 13 von 20. Das sind so 65% und dann gucken wir mal, was wir jetzt noch den letzten haben. 14. Das sind, ja, 66%. Das ist voll okay. Das ist sogar etwas mehr als Durchschnitt. Ziemlich chillig. Smaragd liegt gerade bei 40 Millionen. Ja, das ist wirklich krass. Also normalerweise, wenn das Event war, fallen die erstmal um die Hälfte. Aber jetzt gerade, weiß nicht, vielleicht dauert es bis morgen oder es haben nicht so viele Leute das Event mitgenommen. Wobei es war eigentlich schon ein bisschen was los. Ne, 39,5. Ja, also die sind 40 Millionen wert. Das heißt, das hier waren jetzt dann 5,6 Won. Ungefähr. Wie immer, vielen Dank an alle, die dabei waren. Und am Ostermontag hatte ich auch das erste Mal versucht, einen Doppelstream zu starten und parallel zu YouTube auch auf Twitch live zu gehen.
Denn ich bekomme immer wieder von euch mal die Frage, ob ich auch auf Twitch bin und wann ich endlich mal da live gehe. Deshalb fand ich, es war mal an der Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Leider hat das an dem Tag noch nicht so gut geklappt, aber gestern, am 8. April, war es reibungslos. Das heißt, ab sofort findet ihr unseren Livestream nach wie vor hauptsächlich auf YouTube, aber wenn ihr wollt, auch auf Twitch. HenrisTTV der Name. Immer montags um 19 Uhr und darüber hinaus kann es immer mal spontane Streams geben, also haltet da gerne die Augen offen und ich freue mich auf euch. Aber jetzt wieder weiter im Text. In der letzten Folge haben wir bereits unsere Meilensteine für den Premium-Laden auf dem Xiaomi-Account gefarmt, aber der muss natürlich noch aufgesetzt werden. Wir haben ja vorhin gesehen, dass der Sura-Premium-Laden mittlerweile längst abgelaufen ist. Das heißt, auf geht's mit der Xiaomi, einen Laden zu stellen. Aber auch da fehlen natürlich wieder ein paar DR für ein Kaschmir-Bündel. Das heißt, DR-Gutschein kaufen, um sich immerhin diese 9 DR für ein Kaschmir-Bündel zu leisten. Aber 15 Tage einen doppelt so großen Shop zu haben, ist meiner Meinung nach diese 9 DR mehr als wert. Das heißt, schnell ein Kaschmir-Bündel gekauft und damit sind wir wieder im Geschäft. So, und dann wurde getan, was getan werden musste. Der Ninja hat ein letztes Mal den Weg in die Grotte gefunden, hat sich mit einem Elixier der Sonne ausgestattet, um die Autojagd nicht noch ein letztes Mal für ein Level kaufen zu müssen. Und damit habe ich den dann wieder in die Grotte gestellt. Und das Ganze hat dann mit wirklich, ja, ich glaube 200% Push hatten wir noch, weil Tränke der Weisheit schon längst aufgebraucht waren. Aber mit einem XP-Ring, mit Uriel-Buff und mit Yabby-Krebsen bewaffnet, haben wir ihn nochmal einige Stunden in die Grotte gestellt. Und dann war es irgendwann geschafft und wir hatten den Ninja auf Level 95. Und damit ist, wie gesagt, der erste Char für die Grotte der Verbannung schon durch. Und wir können uns nun um die Xiaomi kümmern, die dann hoffentlich mit dem Sura an der Seite nicht mehr ganz so lange braucht, um in der Grotte ebenfalls auf Level 95 zu kommen. Und außerdem müssen wir uns dann jetzt natürlich auch um Windequipment kümmern für den Ninja, damit der dann den nächsten Schritt im verwunschenen Wald gehen kann. Aber das werden wir dann erst in der nächsten Folge machen, denn das wäre wirklich jetzt zu viel des Guten. Aber für die Xiaomi kann ich euch noch eine kleine Kleinigkeit zeigen. So, gucken wir mal, ob wir hier von diesen 8 Kleidungen ein paar plus 8 kriegen. 0 von 1, 0 von 2, 0 von 3, 0 von 4, 0 von 5, 0 von 6, 1 von 7, 1 von 8. Ich glaube, Eiskugeln habe ich sogar noch hier. Ja, rote Perlen auch. Oh, wow. Yep, da hatten wir echt mega Glück, dass eine von 8 Rüstungen zwar nur auf plus 8 geklappt hat, aber die dann auch sofort auf plus 9 durchgegangen ist. Das heißt, optisch macht die Xiaomi auf jeden Fall schon mal deutlich mehr her als der Ninja, denn den müssen wir wie gesagt erstmal ausstatten. Aber mal schauen, was wir da finden werden. So, und im nächsten Schritt sollten wir eigentlich wieder zurück in die Grotte, um die Xiaomi direkt hinterher zu ziehen, denn die muss natürlich auch noch auf 95. Und unser Plan ist ja, dass wir sie als Gruppe mit dem Sura in eine möglichst große Kammer, vielleicht sogar die Chucky-Kammer stellen. Und das sollte insgesamt deutlich schneller gehen, als wenn sie die ganze Zeit mit dem Ninja in einer Gruppe gewesen wäre. Aber jeder, der schon mal jetzt einen längeren Zeitraum in der Grotte gelaufen ist, der versteht wahrscheinlich auch, dass ich erstmal eine kleine Pause von der Grotte brauche. Das heißt, wir machen erstmal ein bisschen was anderes, aber irgendwann werden wir wohl oder übel diese beiden Charaktere hier nochmal in die Grotte stellen müssen, damit die Xiaomi auf 95 kommt und der Ninja und die Xiaomi dann beide den nächsten Schritt im verwunschenen Wald gehen können. Übrigens vielen Dank für das zahlreiche Feedback nach der letzten Folge. Ich hatte euch ja zum einen gefragt, ob ich lieber längere Episoden weitermachen soll und dafür müsst ihr dann ein bisschen länger warten. Oder wenn es mal nicht so viel zu erzählen gibt, dann auch mal eine kürzere Episode raushauen soll. Und wie so häufig war das Feedback sehr gemischt. Es gab Leute, die haben gesagt, auf jeden Fall häufiger, aber im Zweifel dann auch ein bisschen kürzer. Und es gab genauso Leute, die gesagt haben, nee, lass mal lieber länger, wir warten lieber ein bisschen mehr, wenn darunter die Qualität nicht leidet. Deswegen versuche ich jetzt mal so den Mittelweg zu gehen und sage, okay, die Episoden werden auf jeden Fall immer so zwischen 15 und 20 Minuten lang. Aber dadurch, dass jetzt zum einen die Osterfeiertage waren und ich natürlich privat auch ein bisschen eingespannt war und zum anderen der Ninja halt wirklich tagelang den Sura vom Farmen abgehalten hat, dadurch, dass der halt in der Grotte lief, ist jetzt hier die Episode leider schon wieder vorbei und
Ich denke mal, in der nächsten Episode werden wir das Tempo wieder ein bisschen anziehen, denn wir haben immer noch sehr, sehr viel zu tun. Der Ninja braucht Windequipment, die Shami muss noch auf 95, wir müssen weiter Geld machen und, und. Aber auf der anderen Seite ist die Tatsache, dass der Ninja schon mal auf Level 95 ist, eine große Last von unseren Schultern genommen. Ich würde mal sagen, damit soll es das für diese Episode gewesen sein. Und ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ebenso gilt wie immer, Anregungen, Wünsche, Kritik, Verbesserungsvorschläge, alles, was ihr mich wissen lassen wollt, haut's gerne in die Kommentare, schreibt mir auf Discord, unseren Server findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung oder schreibt mich gerne in-game an. Ich freue mich immer von euch zu lesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sag mal bis zum nächsten Mal.